Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part sind wir durch den Blütenburgwald hindurch, wieder auf Route 104 und gerade an dem Blumenladen vorbeigelatscht, um uns hier hinten X-Abwehr zu holen. Oder X-Angriff? Ja, schon wieder lange her, weiß schon gar nicht mehr so genau. Und jetzt betreten wir aber mal den Blumenladen und schauen mal, was hier drinnen abgeht. Wow, es ist auf jeden Fall blümlich. Moin! Hallo, willkommen im Blumenladen Blütentraum. Unser Motto lautet, verwandelt die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Ah, Blaufuchs. Das ist aber ein hübscher Name. Möchtest du etwas über Beeren lernen, Blaufuchs? Jo klar, erzähl mal ein bisschen was. Beeren wachsen auf Bäumen, die nur in weichem Lehmboden gedeihen. Nachdem du Beeren geerntet hast, solltest du immer gleich neue in den Boden einpflanzen. Beeren fangen schon kurz nach dem Einpflanzen an zu sprießen und entwickeln wunderhübsche Blüten, aus denen bald neue Beeren entstehen. Ich würde die ganze Welt am liebsten mit wunderhübschen Blüten bedeckt sehen. Das ist mein großer Traum. Bitte hilf mir, Blaufuchs. Pflanze Beeren und verschönere die Welt mit Blüten. Ja, mach ich. Ist okay. Guten Tag. Wenn du im Kartennavi die Option Beeren auswählst, siehst du alle Orte, wo du Beeren angepflanzt hast. Und es wird noch besser. Wenn die Beeren an einem dieser Orte reif sind, erscheint in der Beerenliste des Kartennavis ein Beerensymbol. Also vergiss nicht, öfters mal einen Blick in die Beerenliste zu werfen. Das ist auch sehr hilfreich. Früher musste man die Spots immer abfliegen und halt gucken. Jetzt könnt ihr direkt im Kartennavi einfach schauen, welche Beeren, die ihr gepflanzt habt, sind reif und könnt gezielt dahin. Macht dieses ganze Beerenfarmen wesentlich angenehmer. Ich will so sein wie meine große Schwestern. Deshalb züchte ich auch Blumen. Hier, das ist für dich. Blaufuchs erhält Sinelbeere. Sinelbeere wurde in der Beerentasche verstaut. Beeren kannst du entweder anpflanzen oder einem Pokémon zum Tragen geben. Seit kurzem gibt es angeblich auch eine Maschine, mit der man verschiedene Beeren mixen und zu Süßigkeiten für Pokémon verarbeiten kann. Für Süßigkeiten wäre ich auch zu haben. Das ist, glaube ich. Hallo. Je mehr Hingabe du in die Zucht und Pflege eines Gewächses steckst, desto schöner wird es blühen. Und umso mehr Früchte wird es tragen. Ach, du hast Blumen gerne? Das sehe ich dir an der Nasenspitze an. Hier, das ist für dich. Blaufuchs erhält Weilmeerkanne. Weilmeerkanne wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Nachdem du die Beeren eingepflanzt hast, musst du sie mit der Weilmeerkanne fleißig wässern. Oh, noch was. Wenn eine Beere nicht gepflückt wird, fällt sie irgendwann zu Boden. Und jetzt der Clou. Aus der runtergefallenen Beere entsteht wieder eine neue Pflanze. Ist das nicht unglaublich? Diese Beeren sind wahre Überlebenskünstler. Man kriegt die einfach nicht kaputt. Da müssen wir ein bisschen Roundup von Monsanto dahin sprühen und dann läuft die Scheiße, ne? Fürchterlich. So, genug von Monsanto. Lass uns unsere Beeren in den Lehmboden stecken. Und zwar eine am Amrena-Beere. Gibst du diese Beere einem Pokémon zum Tragen, heilt dieses es von Paralyse. Aber die Dinger sind schon ganz nützlich, wenn man schon weiß, man geht jetzt in einen Kampf, wo man vermutlich bald oder vermutlich paralysiert wird, ist das geil, wenn das Pokémon einfach diese Beere schnabuliert und alles ist wieder gut. Müsst nicht mal ein Item aufwenden und es geht keine Runde dafür drauf. Das ist halt ziemlich praktisch. So, und dann machen wir da noch eine Sinelbeere rein. Ne, Pfirsifbeere, so rum. Alles klar, und jetzt wässern wir das. Hier hast du eine Pirsifbeere eingepflanzt. Der Boden ist sehr trocken. Möchtest du den Boden bewässern? Jawoll. So, jetzt seht ihr nämlich, jetzt können wir die Beeren auch noch bewässern. Er fragt auch nicht jedes Mal wieder nach, sondern man kann die gleich am Stück so hintereinander wegbewässern. Sehr praktisch. Dank der Bewässerung ist der Boden nun feucht und fruchtbar. Ausgezeichnet. Okay, wir setzen unseren Weg fort. Hier haben wir noch ein Schild. Tipps für Trainer. In der Hoenn-Region gibt es Trainerpaare, die andere zu Doppelkämpfen herausfordern. Dabei treten jeweils zwei Pokémon gegen zwei weitere an. Die beiden Pokémon an der Spitze deines Teams werden in den Kampf geschickt. Behalte daher immer die Aufstellung deines Teams im Hinterkopf. Ja, bevor wir uns in so einen Teamkampf stellen, sollten wir da immer gucken. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Selbstverfreilich darfst du das. Eine Herausforderung von Lady Patricia. Was ein Name. Zickzacks. Oh, schon wieder? Es hört nicht auf mit den Zickzackses.
da. Aber es ist Level 10. Holy quacke fucke moly. Dann kriegst du jetzt einmal Superschall rein, damit du doof wirst. Hoffentlich funktioniert das. Zack. Jo, wir haben es dämlich gemacht. Zigzags wurde verwirrt. Das ist gut. Zigzags ist verwirrt. But. Ausgezeichnet. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Und dann wechseln wir das Pokémon mal auf irgendwas Brauchbares, was auch stark ist. Oh, nehmen wir ruhig mal Igni, komm. Der schmeißt wenigstens die Prügel raus, ne? Muss man ja sagen. Los, Igni. Oh, es muss sich auch einmal entwickeln. Nimm mal ruhig die Glut hier. Igni setzt Glut ein. Batz! Genau zwischen die Augen. Zigzags ist verwirrt. Zigzags setzt Heuler ein. Muss das denn sein? Angriff von Igni sinkt. Glaube ich sagen, Glut. Oh, jetzt setzt sie auch noch Top-Trank ein. Das ist, muss man immer sagen, das haben die Trainer früher eigentlich nie gemacht. Also das macht es schon ein bisschen schwieriger, dass die jetzt auch mal Items einsetzen. Vor allem, wenn man so gerade denkt, man hat es gerade so geschafft, hat mit Ach und Krach mit seinem Team das Pokémon so weit runtergerödelt, dass man denkt, ja, und dann kommt so eine Top-Genesung, bap, alles wieder voll. Und du bist bei nichts und denkst nur, alter Scheiße. 144 spezielle Erfahrungen, 120, der Rest bekommt auch Erfahrungspunkte. Du besiegst Patricia. Du meine Güte. 1200 Erfahrungspunkte. Aber ich muss immer danach nochmal mit ihnen reden. Auf Begegnungen folgen Abschiede. Hoffentlich führt uns das Schicksal wieder zusammen. Oder spätestens, wenn du wieder bereit für den nächsten Kampf bist, bin ich wieder bei dir. Soll ich kämpfen? Oder lieber nicht? Ach, was ich kämpfe. Du hast mich angesehen, also insofern hast du gar keine Wahl. Die glauben, die hätten einen freien Willen, aber so ist es ja nicht. Göre Elisa. Loturzel wird von Elisa eingesetzt. Loturzel ist doch Pflanze, oder nicht? Schauen wir mal. Ich wechsle schon mal das Pokémon. So, hier haben wir Loturzel. Und Loturzel ist Wasserpflanze. Dann bleiben wir am besten doch hierbei. Und machen mal Flügelschlag. Zack, there we go. Das ist sehr effektiv. Läuft. Wingull erhält 55 Erfahrungspunkte. Dank des EP-Teilers erhält auch der Rest Erfahrungspunkte. Elisa setzt als nächstes Knilz ein. Jo. Gegen Knilz hilft ein Igni. Wahre Wunder. Oh, die Weiterentwicklung von Loturzel sind ja auch scheiße. Ey, die erste geht noch und dann das letzte End-Pokémon. Kapaloris sieht ja wohl scheiße aus. Ah, gut, okay. Glut. Das ist sehr effektiv. Knilz wurde besiegt. Igni erhält 120 spezielle Erfahrungspunkte. Igni erreicht Level 14. Igni versucht Schnabel zu erlernen. Witzig. Aber Igni kann nur maximal 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke durch Schnabel ersetzt werden? Yep. Und zwar verlerne ruhig mal Heuler. Heuler ist sowas für den Anfang. Du bist daraus entwachsen, muss ich einfach sagen. Igni hat Heuler vergessen und Igni erlernt Schnabel. Dank des EP-Teilers erhält auch der Rest deines Pokémon-Teams. Wingull erreicht Level 10. Kira erreicht Level 10. Ja, wir arbeiten uns also hin. Kira erlernt Biss. Ziggy erreicht Level 9. Du besiegst Elisa. Also ich muss mal gucken hier. Ich habe ja nebenbei so Bisa-Fans auf und der Typ von Bisa-Fans war mit seinem Pokémon Level 17, als er sich der Arena gestellt hat und er hatte Gekkabur gewählt, also er war sehr effektiv dagegen, also ne, der scheint das auch so gemacht. Hätte ich mich doch besser anders entschieden. Blaufuchs gewinnt 128 Pokédollar. Ach, man muss auch mal verlieren, daraus lernt man nur. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst und jemand anderer für dich entscheiden lässt wirst du es bereuen, siehste, und das nehme ich mir halt auch zu Herzen, ne? Egal, was am Ende dabei herauskommt. Ja. Oh, ein Teamkampf. Jetzt wollen wir mal gucken. Wen packen wir denn da mal hin? Damit das richtig schön cool wird, packen wir
Kira an Platz 2 und Igni an Platz 1. There we go, there we go. Ich weiß gar nicht, was die haben, aber das wird schon hinhauen. Hoffe ich doch mal. Ja, und los geht's. Wir sind Zwillinge und deshalb kämpfen wir auch immer zusammen. Okay. Ist das so? Macht ihr alles zusammen? Oh, wie süß. Ich will auch so ein Pikachu-Plüschtier. Eine Herausforderung von Zwillingen Gina und Mia. Luturzel und Samurzel werden von Gina und Mila in den Kampf geschickt. Ne, Mia. Mia war richtig. Okay. Let's do this. Kämpfen. Dann können wir ja eigentlich erstmal Glut gegen Samurzel wirken. Und du machst mal Eiszahn gegen Luturzel. Igni setzt Glut ein. Batz! Ah, da hat es sich ausgepowert. Samurzel wurde besiegt. Igni 100 spezielle Erfahrungspunkte, Kira 24, danke Peters auch der Rest. Thea erreicht Level 13, nice. Thea versucht Flügelschlag zu erlernen, aber Thea kann nur maximal 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke durch Flügelschlag ersetzt werden? Ja, lass uns mal gucken, was Thea so hatte. Ah, was macht denn Energiefokus? Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch. Heuler, dann machen wir erstmal Heuler. Was mit dem Energiefokus kann für eklige Kämpfe schon sinnvoll sein. Thea erlernt Flügelschlag. Luturzel benutzt Blubber. Oh, aber auf beide auch noch. Das gilt auf beide. Kira setzt Eiszahn ein. Zack! There we go! So. Jetzt holen wir auch mal die gute Thea raus. Komm. Wird sich schon nicht treffen lassen. Achso, schade. Bis Thea gekommen ist, ist Luturzel wahrscheinlich durch Eiszahn schon weg. Los, Thea. Kira setzt Eiszahn ein. Ah, nein, knapp. Luturzel benutzt Blubber. Oh, there we go. Ich wollte, dass sie auch nochmal ran darf. Mach mal Flügelschlag, Luturzel. Du machst nochmal, du machst jetzt mal Biss. Ich wollte einfach, dass Thea auch nochmal zuhauen darf. Luturzel wurde besiegt. War halt auch sehr effektiv. Nur bis der Wechsel dann vonstatten war, war es quasi schon zu spät. Unser Trassler erreicht inzwischen auch Level 11, Säuselstimme zu erlernen. Aber keine Maxi-Säule, eine andere Säuselstimme. Gucken wir mal, was macht denn Säuselstimme? Der Anwender stößt einen bezirzenden Ruf aus, mit dem er das Ziel in seinen Bann schlägt und ihm immer mentalen Schaden zufügt. Das klingt richtig schön fies. Da würde ich doch sagen, Heuler dafür austauschen. Heuler vergessen und Säuselstimme gelernt. Du besiegst Gina und Mia. Diese Niederlage regt mich auf. Und das, obwohl wir zu zweit sind. Ach, ihr müsst da durch, Leute. So schlimm ist das auch nicht. Reden wir mal mit denen. Wir werden unsere Pokémon trainieren, sodass sie stark werden, wie deine. Du bist wirklich stark. Wir müssen mehr trainieren. Ja, mach das. Da, 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 da. So, was haben wir hier? Route 104, Metaross City. Hier scheint also direkt Metaross City zu sein. Da unten ist noch ein Kampf, dem stellen wir uns erst noch. Oh, ist das nicht schön, wie wir unser Gesicht wieder sich spiegelt. Oh, hier gibt es noch ein paar Beeren. Hier ist noch eine alte Frau. Siehst du Beeren, die im Lehmboden wachsen, kannst du sie ruhig pflücken. Aber pflanze dafür immer an derselben Stelle eine neue Beere an. Das gehört sich einfach. Hier, das ist für dich. Blaufuchs erhält Maronbeere. Maronbeere wurde in der Beerentasche verstaut. Du siehst nicht nur aus wie ein Trainer, du bist auch einer, stimmt's? Lass uns kämpfen! Trainer geben ihren Pokémon manchmal Beeren zum Tragen. Es liegt an dir, ob du Beeren anpflanzt oder sie gleich verwendest. Ja, ich nehme jetzt erstmal die hier mit.
Du hast 4 Sinnelbeeren, Sinnelbeeren geerntet. Sinnelbeeren. Zack, ich sammle jetzt erstmal Beeren ein, alles in die Tasche stecken. Jawohl. Ja, ja, ja. Braucht ihr mir nicht jedes Mal erzählen, hier noch mehr Beeren mitnehmen. Du hast 4 Sinnelbeeren, Sinnelbeeren. Der Lehmboden ist weich. Maronbeeren haben wir nur eine. Gibst du die Beere einem Pokémon zum Tragen, erwachtest du durchaus dem Schlaf. Praktisch. Gleich wieder einpflanzen. Der Lehm vor dir ist weich. Yo, yo, yo. Da haben wir nur 7 von. Dann haben wir die noch rein. So. Oh, weiter geht's. Noch mehr Beeren einpflanzen. Da haben wir auch nur 5 von. Der Boden ist sehr trocken. Bewässern, jawoll. Warum sollte ich das nicht wollen, ist die Frage, ne? Wer geht da hin und sagt, oh, weißt du, nein, lass mal. Lass uns mal den Boden nicht nass machen. So, es ist mal wieder soweit, Leute. Es ist Pokémon Army Zeit. Wir müssen mal mit unserer kleinen Thea spielen. Die ist schon ganz traurig, dass wir uns nicht um sie kümmern. Deswegen wird sie jetzt geflauscht. Komm her, du. Komm im Rando. Jetzt wirst du erstmal geknuddelt. Jo, ne. Oh, wo, da ist geiler, da ist geiler. Da ist es am besten. Hier auf dem roten Fell. Gefieder. Direkt unterm Schnabel. Das scheint ihr zu gefallen. So, warte, bevor ich dich lospoffel füttere, es ist mal wieder in der Zeit. Wir müssen leider ein bisschen Kopfball-Minispiel machen. Ich versuche jetzt mal mein Bestes. Das muss funktionieren jetzt. Fertig? Nee. Los geht's. Okay, let's do this. Volle Konzentration, Leute. Hör auf rumzuspringen, das macht mich nervös. Ah! Das war knapp. Okay, okay, okay. Okay, woo. Oh, das war knapp. Ah, nein. Verklickt. Ach, scheiße, jetzt hat es die Bedeutung für mich verloren. Dabei waren wir so gut drauf. There we go. Oh, jetzt den dicken, den kriege ich nie. Hat da irgendjemand einen Trick, wie man den am besten kriegt? Also manchmal, je nach Pokémon, kriege ich den entweder richtig gut, also immer, oder ich kriege ihn ums Verrecken nicht. Gibt es da irgendeinen Trick, ab wann man da am besten drücken muss, um das Ding einzusammeln? So, nochmal, also eine zweite Runde machen wir noch, damit wir genug Poffels gesammelt haben. Let's do this. Also wundert euch nicht, dass ich jetzt nicht so viel schnacke, aber hier brauchst du echt Konzentration. Oh, dann noch so schnell hinterher. Was stimmt nicht mit euch? Ah! Schweinebacken! Okay, holy guacamole! Ah, nein, daneben geguckt. Ah, shit, so kurz vorm Schluss. So kurz vorm Schluss. So, jetzt den Dicken, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, den Dicken auch noch weggeknallt. Das war doch mal richtig erfolgreich. Ah, fast die 400. Hätte ich nicht verkackt, wäre das richtig geil geworden. Da sind die Poffels aber reingekommen, Leute. Scheiße. Das reicht an Poffels. Jetzt können wir gerade noch... Da. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Hätte jetzt nicht traurig. Nein, 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 kein Gespiele, kein Gespiele. Hörst du auf? Kurz noch das Fell hier kraulen. Gefieder. So. Noch mehr Gefieder. So. Nochmal Gefieder. Dadurch, dass wir nämlich mit ihr gespielt haben,
kann man sie wieder streichen. Also das bringt das eine. Man kann halt nicht unendlich lang streichen, sondern nur, wenn die gerade glücklich ist, weil man gespielt hat, dann kann man streicheln. Und dann gibt es auch am Anfang noch viele Herzen, wenn man auch am besten Punkt streichelt, wo das Pokémon das mag. Und danach irgendwann gibt es nur noch das, du musst mit mir spielen. Jetzt können wir gerade noch Poffels reindrücken, das machen wir eben noch schnell. So viel Zeit muss jetzt noch sein. Oh, guck mal, wie viele Herzen die Dinger geben. Holy shit. Hörst du jetzt auf? Ich muss Poffels essen, ich habe keine Zeit. Folge ist schon längst zu Ende eigentlich. Und zutraulicher geworden. Hier kommt noch was. Oh, das sieht so lecker aus, so. Da bekomme ich selber Appetit auf so ein Ding. Sie sehen ja nicht so aus, als wären die eklig. So ein kleines leckeres Küchlein. Komm, 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 komm. Friss. Jo. Hier noch mit Schoki. Oh. Nein, nein, nein. Hörst du jetzt auf? Gehorche, gehorche. Man fragt sich ja schon, wo das Vieh das hin ist, ne? So groß ist der Körper ja gar nicht. Wo passen denn diese ganzen Poffels rein? So, fertig. Wahrscheinlich beim Essen kommt hinten schon wieder die Wurst raus, so. Ich vermute nur, ja? Ich vermute nur. Okay, Thea ist jetzt zutraulicher. Jo, Eisklumpenkissen, das klingt ja toll. Wir speichern dann eben fix und machen dann hier einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.